Kommen wir nun zu einer weitgehend legalen Partei. Kommen wir zur CDU. Der Parteitag gerade in Leipzig. Parteitag in Leipzig und der hat endgültig bewiesen, die CDU ist Merkel. Le Partei, Zöller Mutti. Ne? Keiner muckt mehr auf in dem Laden. Ne? Die nicken alles ab. Nur hier, bei ihrem ZDF, da wird noch mutig und kritisch nachgefragt. Jetzt den Mindestlohn an, die anderen Themen waren Atomenergie, Wehrpflicht, Schulsystem. Was wollen Sie denn als nächstes von der SPD übernehmen? Wenn ich noch einmal darauf hinweisen darf, wir schauen uns die Wirklichkeit an und reagieren darauf. Alter! Der traut sich was, der Walde, oder? Balls of Steel, sagt der Amerikaner dazu. Jetzt werden Sie natürlich sagen, wieso? Die Merkel, die reagiert doch ganz gelassen auf diese Majestätsbeleidigung. Das täuscht. Sie müssen jetzt nur mal den ganzen Bildausschnitt sehen. Hier. Was wollen Sie denn als nächstes von der SPD übernehmen? Wenn ich noch einmal darauf hinweisen darf, wir schauen uns die Wirklichkeit an und reagieren darauf. Was ich immer sage, don't mess with Mutti, Motherfucker. Ne? Das ist so schade. Gibt's denn gar keine Merkel-Opposition mehr in dieser Partei? Doch. Eine kleine Gruppe von alten Säcken wagt den Aufstand, den Gerontenaufstand. Ich will die alte Partei, ich will wieder die CDU modernisiert, natürlich an die Zeit angepasst, aber ich will unsere CDU wieder haben, wie sie mal früher war. Ich will die alte Partei, nur neu. Und ich will meine Frau, mit der ich seit 50 Jahren verheiratet bin, aber ein Jung. Und ich will nur noch vegetarisch essen, aber mit Fleisch drin. Ja, der Gerontenaufstand im Keim erstickt natürlich. Ansonsten war dieser Parteitag in Leipzig wirklich schon geradezu ekelhaft harmonisch. Und wieder mal, das mussten wir feststellen, sehr, sehr metaphernlastig. Das ist genau der Kompromiss, den wir gefunden haben, um diese Kuh vom Eis zu bringen. Aber wir hätten die Kuh nicht aufs Eis schicken dürfen. Ich sehe es jetzt nicht, dass die Kuh vom Eis ist, sondern wir haben Anker geworfen. Deshalb lasst uns doch diese Schublade aufschließen, aber nicht die komplette Kommode abschaffen. Boah, weißt du was, Frau Klöckner? Weißt du was, Frau Klöckner? Ich will mir nicht in die Einrichtung einmischen. Wegen mir schmeißt die Kommode ruhig weg. Ne? Aber tu uns allen einen Gefallen und pack vorher deine grüne Jacke mit rein. Ne? Übrigens, und hier kommen wir zu einem Missverständnis. Die CDU, die rückt gar nicht nach links. Die rückt überall hin, wo man noch ein paar Stimmen abgreifen kann. Auch wenn Frau Merkel steif und fest behauptet, sie hätte einen, wie heißt das noch? Wir haben einen Kompass, einen festen Kompass aus dem Kompass heraus. Und mit diesem Kompass immer nach dem gleichen Kompass. Kompass, 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 Kompass. Genau, Kompass, vielen Dank. Genau, das war das Wort, das ich gesucht hatte. Helmut Kohl hat mir ja vorgeworfen, sie hätte keinen. Deswegen mussten wir das jetzt mal in 7000 Interviews klarstellen. Der Kompass. Trotzdem,